Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Skyforge. So, wir stehen hier vor Iana und Flavius. Und Iana ist irgendwie sauer auf mich und Flavius ist irgendwie auch sauer auf mich mit Sicherheit. Und irgendwie haben sie auch recht, denn ich habe Thais vertraut und die hat uns alle betrogen. Die hat sich verschworen mit Thanatos und jetzt ist Laertes irgendwie tot oder weg oder keine Ahnung, was mit ihm ist. Auf jeden Fall hat jetzt Thanatos die Kontrolle über Laertes Körper. Ja, und sein Invasionsschiff schwebt hier oben und macht komische Geräusche. Ja, was soll man sagen? Die Lage ist ein bisschen verzweifelt. Ich habe übrigens K ausgetauscht gegen Pan-Pan, der jetzt hier so rumflattert. Das wird jetzt nicht für auf Dauer sein. Ich dachte mir so, während des Valentinstags-Events könnte man ja mal Pan-Pan ein bisschen hier aktivieren. Okay, jetzt müssen wir mit Iana reden. Ich möchte kurz vorher nochmal mir das angucken. Hier ist nämlich irgendwie Zusammenfassung. Muster 204. Deine Adepten haben nichts Nützliches herausgefunden. Toll. Das Muster 204 scheint das Ergebnis von Experimenten zu sein, die in einem Labor stattfanden, welches sogar vor Göttern verborgen ist. Verwende diesen Gegenstand, um es zu zerstören und erhalte ein Stückchen Rosenquarz. Ja, okay. In ihrem ersten Brief schrieb die Dryade, weißt du, ich habe noch nie einen Brief an eine Gottheit von Aelion geschrieben. Um ehrlich zu sein, habe ich bisher überhaupt keine Briefe geschrieben. Ich bin eine Dryade. Aber dann sah ich dich im Aelinet. Jetzt denke ich nur noch an dich. Ich träume von dir. Was ist mit mir los? Sie sagen, dass das Muster 204 beim Schauen einer Aufzeichnung der Heldentat einer unsterblichen Person unerklärliches Verhalten zeige. Was bedeutet unerklärliches Verhalten? Weißt du das? Sag es mir, ich muss es wissen. Na gut. 150 Rosenquarz. Das ist ja schön. Außerdem habe ich hier noch Truhe der Gaben, plus 4 auf Charisma, plus 1 auf Weisheit. Das ist eine Adeptenreliquie. Damit kann man was machen. War das hier? Nein, das war nicht hier. Aelion? Bastionen, ah, stimmt. Die letzte Bastion. Da müssen wir ja noch Quests annehmen, ne? So, Quests annehmen. Ianas Schwert. Wenn du während eines Einzelabenteuers sehr viel Schaden verursachst, erscheint Ianas Schwert in deinen Händen. Diese Waffe verringert den erlittenen Schaden um 50%. Sie besitzt 200 Aufladungen und 3 Fähigkeiten. Annehmen, komm. Questliste, nein, da möchte ich noch nicht hin. Ich möchte gucken, ob ich noch andere... Nein. Ich gucke einfach nur, ob ich irgendwo noch Quests annehmen kann. Das geht ja ganz schnell. Aber ich glaube nicht. Erstmal muss ich ein paar Quests abschließen. Ah, Moment, halt. Quests annehmen. Hahaha. Was ist denn das? Notfallmanöver ausweichen. Angriffe, die gegen dich geführt werden, haben eine Chance, dich in den Zustand Notfallmanöver zu versetzen. In diesem Zustand verbraucht dein nächster Sprint keine Ressource und macht dich 4 Sekunden lang immun gegen Schaden und Kontrolleffekte. Du kannst nur einmal in 24 Sekunden... Das ist aber interessant. Das ist interessant. Quest annehmen, was ist das? Wenn du Gegner angreifst und tötest, kannst du ein Emblem der Geschwindigkeit von ihnen erhalten. Wenn das Emblem aufgehoben wird, 4 Sekunden lang einen nahezu unbegrenzten Vorrat an Ausdauer. Okay. Ob das besser ist als das Emblem der Zerstörung? Naja, okay. Vielleicht in dem einen oder anderen Fall. So, ich glaube, ich habe nichts übersehen, oder?
Okay. Na gut. Na gut, na gut. Dann reden wir doch mal mit Iana. Die steht hier schon so. We're too late. Thanatos has exactly what he wanted, and it was Oho. done with your help. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Wie bist du hierher gelangt, Iana? One of the masters who serves the deserter Thais told me everything. If it was another time, you'd be dragged before the immortal court. Oh. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir Laertes retten. We cannot save Laertes. He no Oh. longer exists. There is Was? only the avatar of Thanatos, and soon he will lead a new invasion. Oh, Laertes gibt's nicht mehr. Iana, du benimmst dich verdächtig. Ich vertraue dir nicht. Young immortals are all the same. Stupid and reckless. They think that they are the only ones who understand the true state of things. Do you really think I didn't understand what was happening to Laertes? I Okay. kept Laertes in prison because there was a piece of a great god inside of him. Sooner or later, Thanatos would have come. But he's weak. This isn't the first time he split his soul. And the last time, my military power and Flavius's technical genius could have eliminated him. Aelion would have been free of this threat forever. But you've ruined my plans. Oh nein. And now there will be loss on every side. Chaos, destruction, cries for help. Verdammt. Warum hast du mir nichts gesagt? Sie hat's aber auch echt nicht gesagt. Das ist das Gemeine, ne? Sie hat sich verdächtig verhalten. Und oh oh. Auf sie mit Gebrüll! Ihr schafft es! Oh nein, da kommen noch mehr. Das sind aber ganz schön viele. Ja! Ihn kriegt ihr nicht platt! Hau sie weg! Immer drauf! Oh oh, jetzt sind die sauer. Nein! Unsere Bogenschützen! Oh nein, der Titan geht down! Ja! Jetzt kommen die Panzer! Oh oh. Und jetzt trampeln sie auf den Panzern. Nein! Was hab ich getan? Was hab ich getan? Naja, nichts Gutes irgendwie. Na gut. Nochmal mit ihr reden? Oder wie? The avatar of Thanatos has not yet gathered his strength. He is still weak, and that is why he is hiding on the flagship. He needs to rest. Okay, wir haben noch eine Chance. Destroy him before he is ready to lead the armies of death. I can't leave Aelion right now. I must prepare our defenses. If you can't kill the gravedigger on the ship, I will meet him here. We must seize every opportunity we can. Flavius will explain the rest. Alles klar. Okay, also wenn ich ihn auf dem Schiff nicht besiegen kann, invasion. Hierher. Now, you need to focus on your task. The command center of the invasion is that flagship. It appeared in Aelion's orbit a short time ago, and apparently it's still there. It's pretty easy to get to. I figured out how to control their shuttlecraft in no more than 15 minutes tops. Ah, okay. Muss ich das Shuttle bemannen? No. Auf keinen Fall. The shuttle returns to the ship on autopilot. The internal layout of the flagship is, alas, unknown to me. Sorry, I'm a scientist, not a warrior. I'm needed here. But don't worry, worry never helped anyone. You just do what you have to do. Ich find's so lustig, wie Panpan hier die ganze Zeit über rumfliegt und Quatsch macht. Okay.
So, aber wir haben etwas nicht Lustiges vor uns. Ich überlege, kann ich hier noch irgendwas machen, bevor ich jetzt das Schiff gehe? Junior Gott. Na gut, das wird dann wahrscheinlich auch ausgebaut, ne? Senior Gott und so. Mit noch mehr Fähigkeiten. So, was ich jetzt ein bisschen vermisse gerade. Team. Hauptstadt. Ich würde ja gerne, also als Gott, meine Adepten jetzt irgendwie auf Reise schicken. Ich weiß, das geht. Anordnungen, Bastion. Na gut, noch sind wir im Gott-Tutorial, Junior-Gott-Tutorial. Dann machen wir einfach mal weiter, oder? Das erinnert mich so ein bisschen an Stargate. Und zwar Stargate Atlantis. Wo die Raid waren, die auch solche lebendigen Raumschiffe hatten und so. This is the place. It shouldn't be difficult to get to the grave digger from here. Still, try not to draw attention to yourself. Machen wir jetzt. The main forces of the Reapers are stationed in the barracks. Thousands upon thousands of monsters. But thankfully, there are just a few of them here. Herr Rita, sei ruhig. Ich habe das Gefühl, wir machen jetzt die eine Mission nochmal, ne? Kann das sein? Also die Mission, die wir gemacht haben, um Junior-Gott zu werden, machen wir jetzt quasi nochmal. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen die Einführung ist in das, was jetzt quasi kommt nach der Hauptstory. Man muss an solchen Invasionen teilnehmen, um weiterzukommen. Wisst ihr was? Der Gleiter ist zwar schön, aber wir wollen hier ja Stress machen, ne? Ah, das wollte ich nicht. Don't let his appearance fool you. Doch, das wollte ich doch. The Gravedigger is a very dangerous opponent. You will have to fight like you've never fought before. Your confidence is impressive, but you shouldn't stand Avatar von, in my way. Avatar von Thanatos. Aha. Come here, slaves. Au! Na gut, wie wär's so? Oh, haha. Daneben, mein Freund. Und zack! What do you think will happen? Oh. Hurry, you
worthless scum! Your master needs you! Decay! Oh. Na gut, erstmal du. Pathetic. They brought new flowers to the park. Can you check on them, please? Thais, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. It will only hurt more. Au, was war das denn? So, da hast du's. Ah, die Hand. Au. Hoppala. Ich hatte ja vorher irgendwie so ein Schild, mit dem ich das, mit dem ich das blocken konnte. Wow, nein! Hallo, Thanatos, ich bin hier. Ah.
Hoppsasa. Oh, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Ich muss ja irgendwie diesen Strahl auf ihn selber zurückwerfen. Hoppala. Ich will. So. Zeig mir deine Hand. Ja, das tut weh, ne? Also scheinbar muss man die Hand dreimal treffen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, gib mir all deine Macht. Geht der Kampf weiter? Na komm. So. Ja, das tut weh. Ihr könnt doch gar nichts. Zack. Siegeskrone der Todesmäher. Magische Truhe. Schön. Das ist schön. Ein einzigartiger Heiligenschein. Ah, apropos Heiligenschein. Ich habe ja hier noch diese Geschichten. Magische Truhe. Na, zack. Ich bekomme
Naja, Siegesmedaillen. Ist okay. Ist okay. Schmuck. Flügel. So, okay. Dann habe ich jetzt Flügel. Leider nur in Gelb. Aber... Kopfbedeckung. Wo ist denn mein Heiligenschein? Oder meine Heiligenscheine. Ich müsste ja mehrere haben. Ah, Änderung des Stils in der göttlichen Form nicht möglich? Hm, verstehe. Verstehe. Na gut, okay. Machen wir gleich. Wähle eine Belohnung. Yes. Ja, Belohnung. Belohnung. Ich bin so ungeduldig. Ganz untypisch für mich. Ah, das hatten wir doch schon mal. Oh, ein neuer Gott ist aufgestiegen zum zweiten Mal. Ja, holt eure Feuerzeuge, Kugeln raus. Ja, sehr schön. Oh, thank you so much. That was incredibly exciting to me. They have been asking me lately to write your biography. Aha. The idea no longer seems outlandish. Gosh, I now personally know a god. Yes, but we can discuss it later when you have a minute, if you want. War das ein Angebot irgendwie? Na gut, sie will meine Biografie. I need to tell you something. You're a god now, and the cost of your mistakes is greater. You foiled my plans once. We fixed it, but don't think for one minute that I've forgotten. No, she never forgets. Even innocent pranks, that's for sure. Yes, Flavius. Now don't be afraid. She respects you. No? Okay, also ich habe den Respekt von Iana. Irgendwie. Oh, wer ist denn da hinten? There you are. Let's go to the balcony. It's gonna start soon. Oh, it'll be amazing. Come on, quickly. Ja, no, that's hopp, right. Hopp. You should see that. The view from the balcony is great. You know, I'm so glad things turned out this way. Just like a fairy tale. You and I became immortal at the same time, and now you're a god! I have no words. Ja, du wirst auch noch Gott werden. There will be a performance in your honor. That all the people of Schau mal ganz rechts.
Da steht einer, der so aussieht wie ich mit Helm. We are extremely happy to uphold. Oh oh. Oh oh. Not now. Nicht jetzt? Hm. So, Shuttle. Ja, das nächste Ungemach. Schön und gefährlich. Ach, okay. Wieder die Pflanzen hier. Ja, das machen wir aber nicht jetzt. Das. Okay, Trommel, Trommel. Alles klar. Ich hole gleich meine Gitarre raus. Was können wir denn jetzt noch schnell machen? Isn't an immortal? Ask him. Maybe there's something we don't know. Vielleicht mal ins Styling Studio, Salon. So, wo ist denn jetzt mein. Göttliche. Ah, göttliche Eigenschaften. Haha. Leuchtende Augen. Ja, warum nicht? Hier habe ich scheinbar noch nichts. Nee. Das passt irgendwie nicht. Das ist auch so, hm. Aber das ist okay. Das ist okay. Ja, so Flügel, ich weiß nicht, will ich Flügel haben? Vielleicht denke ich mir noch was aus für die Flügel. Aber erstmal belasse ich es bei dem hier. Ja. Wenn ich jetzt meinen Helm abnehme. Ach so. Habe ich leuchtende Augen. So. Kann ja mal eine Weile so rumlaufen. Schadet ja nichts. So, jetzt bin ich also Junior-Gott. Dann möchte ich mal ganz schnell hier hin. Orbit. Jetzt steht mir ja der Orbit frei. Keine Ahnung, was also ich hier machen kann gerade oder machen soll. Aber hier gibt es tausend Sachen, die man jetzt freischalten kann. Trophäe des Avatars. Hm. Buch der Göttlichkeit. Das habe ich schon gesehen zum Kaufen irgendwo. Na schön, na schön. Achso, bin ich mit der Geschichte durch? Ja, nee. 99, was? Und was hielt mir jetzt noch? Um das hier zu bekommen, Rüstung tödlicher Zerberster. Sobald Laertes von Thanatos befreit ist, könnt ihr beide euren guten Ruf wiederherstellen. Wir beide. Also das ist immer noch nicht zu Ende. Das ist immer noch nicht zu Ende. Geh in irgendein Abenteuer für Einheiten und nimm dort deine göttliche Gestalt ein. Gut, das kann ich machen, aber nicht mehr in dieser Folge. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis bald.